Was geht ab, meine Ring Life Gang? Schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Wie ihr sehen könnt, heute kein Reaction-Video, sondern mal was ganz, ganz Neues. Und zwar ein Vlog. Das ist, glaube ich, jetzt das allererste Mal, dass ich wirklich ernsthaft einen Vlog drehe. Und ich bin echt aufgeregt. Ist mal wieder was ganz Neues. Ich bin gespannt, wie das bei euch ankommen wird. Weil ihr immer wieder gesagt habt, ihr wollt auch mal ein bisschen mehr von mir kennenlernen und nicht einfach nur die Reactions sehen. So, das Thema von heute sind meine Tattoos. Ihr habt immer wieder gesagt, ey, mach mal ein Video zu deinen Tattoos, das ist voll interessant, ihr findet die Tattoos geil und alles. Und wie der Zufall es will, habe ich heute mal wieder einen Tattoo-Termin. Ich habe jetzt gleich in einer Dreiviertelstunde dann den Termin. Ich werde mir heute nämlich die linke Hand, also den Handrücken meiner linken Hand stechen lassen. Ich bin schon echt gespannt. Das ist ein geiles Motiv, das ich mir ausgesucht habe, das ich zusammengebastelt habe. Ich bin gespannt zu sehen, was der Tätowierer daraus gemacht hat. Ne? Ich sehe das Motiv erst gleich, wenn ich dann bei ihm bin. Das einzige Problem ist jetzt einfach nur, wegen Corona darf ich niemanden mitnehmen, der mich filmt. Also muss das alles mehr oder weniger aus meiner Perspektive immer wieder gemacht werden. Ich weiß, das ist nicht ganz optimal, ist ein bisschen blöd, aber ich werde versuchen, es euch dennoch so gut wie möglich alles zu zeigen. Und noch eine Sache, weil immer wieder ein paar Leute danach gefragt haben, wie das mit den Schmerzen beim Tätowieren ist. Die Schmerzen beim Tätowieren kann man eigentlich ganz easy erklären. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Sonnenbrand und jemand kratzt da, wie so eine Katze kratzt dann da drüber. So fühlt sich das tatsächlich an, tätowiert zu werden. Das ist so ein ganz stumpfer, teilweise ekelhafter Schmerz. Glaubt mir, jeder, der erzählt, dass Tätowieren nicht wehtut, ist voller Lügner. Manche Stellen tun einfach mehr weh, manche tun ein bisschen weniger weh. Zum Beispiel Oberarm und so ist eigentlich generell nicht so schlimm. Aber jetzt Hals war schon ziemlich anstrengend. Hinten am Nacken, Rücken ist echt ziemlich anstrengend. Überall da, wo die Haut dünn ist und viele Nerven sind und alles empfindlich ist. Noch ein paar allgemeine Tipps, die ich euch zum Thema Tätowieren geben möchte. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt hier draußen anständig verstehen. Sind ein paar grundlegende Sachen, und zwar, wenn ihr euch tätowieren lassen wollt, es wird wehtun, es wird euren Kreislauf ein bisschen kaputt machen, deswegen müsst ihr darauf achten, dass ihr anständig was gegessen habt, bevor ihr zum Tätowierer geht. Am besten jetzt hier nicht irgendwie Döner oder irgendwie sowas, was Deftiges, Anständiges, das euch satt macht und was auch ein bisschen leichter ist. Ihr solltet natürlich anständig was vorher getrunken haben. Am besten nehmt ihr keine Medikamente, kein Aspirin, kein Antibiotikum, wenn ihr euch krank fühlt oder so, dann das auf jeden Fall nicht machen, weil diese Medikamente verdünnen euer Blut und dann hat der Tätowierer deutliche Schwierigkeiten, euer Motiv anständig zu stechen. Wenn er nämlich anfängt, in eure Haut zu stechen und die anfängt zu bluten wie ein Schwein, kann er sich natürlich nicht wirklich auf die Arbeit konzentrieren und seine Arbeit gut machen. Daher macht das Ganze nicht, auch nicht vorher trinken, also kein Alkohol trinken oder so, weil das verdünnt euer Blut auch. Was ein guter Tipp ist, um mit den Schmerzen umzugehen, ist Punkt Nummer 1 ein bisschen Kopfsache. Versucht einfach die Schmerzen etwas auszublenden. Das geht, wenn man halt mit dem Kopf ein bisschen arbeitet. Ihr könnt auch eine Ibuprofen nehmen. Das ist jetzt kein offizieller Tipp, weil ich bin kein Arzt. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr Ibuprofen nehmen dürft oder nicht, wegen Leber und allem Möglichen. Aber ich nehme das persönlich, und zwar nehme ich eine 800er Ibu direkt bevor ich tätowiert werde. Also 5 Minuten vorher schmeiße ich mir das rein. Ibu hilft dabei, dass die Haut sich nicht so krass entzündet beim Tätowieren und dass es nicht alles so schnell anschwillt. Ja, hilft auch einfach beim Abheilen. Hilft nicht wirklich gegen die Schmerzen, aber beim Abheilen und während des Tätowierens ist die Haut dann einfach besser dran und der Tätowierer kann besser arbeiten. Ist da noch was, ich sagen wollte? Ich glaube, ich habe schon mehr oder weniger alles gesagt. Ich bin jetzt hier auf dem Weg, ich muss nur noch 2 Straßen laufen. Dann bin ich beim Tätowierer angekommen. Auch ganz seltsam, ich schwöre jetzt hier einfach mit dem Stativ, hier mit dem Selfie-Stick, ja, ist doch okay, piep, soll ich auch hupen oder was? Jetzt hier einfach mit dem Selfie-Stick die ganze Zeit rumlaufen, die Leute schauen alle ein bisschen schräg an. Ist ein bisschen seltsam, muss ich ehrlich sagen. Und jetzt hier um die Ecke nur noch kurz abbiegen und dann sind wir gleich da. Tattoo Thomas in Erlangen, einer der besten Tätowierer auf jeden Fall, der ganzen Umgebung Erlangen, Nürnberg, führt und alles Mögliche. Ich gehe jetzt rein. Schauen wir mal, ob jemand aufmacht. Klingeln. Wo ist denn die Klingel? Das ist ja eigentlich nicht der Tätowierer, der mich übrigens also immer sticht, sondern das ist sein Kollege. Der hatte heute einen Termin frei, aber ich weiß, dass er auch sehr gut sticht. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich lasse mich auch von ihm stechen. Was auch ein bisschen behindert ist, schau mal, ich zoome mal ein bisschen ran. Schaut euch mal das an. Ey, ich habe überall Pickel im Gesicht, Mann. Schau mal, hier voll die fetten Pickel, da Pickel. Ich habe sonst nie Pickel, ne? Also wirklich nie Pickel. Aber jetzt habe ich voll die Pickel, einfach nur, weil ich mal die ganze Zeit diese Maske trägt und die heiße Luft hier so nach oben geht. Hier könnt ihr übrigens das aktuelle Tattoo sehen. Das ist Thanatos, der griechische Gott des Todes. Die Seite der Toten hier. Irgendwann zeige ich euch in einem kompletten Video auch mal alle meine Tattoos. Hier die andere Seite von dem Tattoo. Das ist die griechische Göttin Hebe.
und hier die lebende Seite. Das ist so ein ganzes Motiv, das ich zusammengebastelt hatte, war meine eigene Idee, meine eigene originelle Idee mehr oder weniger. Und ja, das hier in der Mitte ist der griechische Gott Hades, der Gott der Unterwelt, König der Toten. Damit ihr einfach mal wisst, was ihr euch hier eigentlich die ganze Zeit anschaut, weil irgendjemand meinte mal, warum hast du eine Katze auf dem Hals? Ich weiß nicht, wie man das für eine Katze halten kann. Aber gut. Hier, schaut euch mal das an, wenn ich das euch richtig zeigen kann. Das ist meine Wurstfingerhand. Da oben ist eigentlich das Motiv, das ich mitgebracht habe. Und das ist jetzt das, was mir der Tätowierer vorbereitet hat. Sieht richtig fresh aus, finde ich. Schaut mal hier oben, die Eule mit dem allsehenden Auge und dann halt seine überarbeitete Version mit dem Totenkopf nach unten, mit dem Kiefer. Sieht echt krass aus. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, das jetzt gleich zu stechen. Bin gespannt. So, Freunde, jetzt wird halt erstmal die Hand ein bisschen sauber gemacht, desinfiziert. Normalerweise wird da nochmal drüber rasiert, damit, damit halt da keine Haare sind, die stören könnten beim Tattoo. Aber das habe ich selber schon gemacht. Die Nadel wird vorbereitet, die Tinte wird vorbereitet, jetzt die Tattoo-Maschine. Eine schöne dicke Nadel, die jetzt hier gleich richtig in die Haut reinhämmert. Es gibt auf jeden Fall angenehmere Gefühle, als tätowiert zu werden, muss man ehrlich sagen. Manche stehen ja total auf den Schmerz, ich persönlich jetzt eher nicht so. Aber man hält es halt aus, wenn man Bock drauf hat. Fühlt sich gerade noch nicht so krass an, muss ich ehrlich sagen. Ist so ein, fühlt sich gerade ein bisschen an, als würde man einen Elektroschock bekommen an dieser Stelle. Normalerweise, gerade sind die Linien dran. Erstmal werden die Linien gemacht und danach wird angefangen zu schattieren. Ich muss ehrlich sagen, ich finde immer Linien richtig ekelhaft. Das ist ein ganz seltsamer, stechender Schmerz. Es fühlt sich an, als würde dir meistens jemand ein bisschen die Haut aufschneiden. Das Lustige ist, an manchen Stellen, so manchen Stellen von dem Tattoo, da denkt ihr wirklich, da wird euch gerade die Haut aufgeschlitzt, ne? Und es tut so unglaublich weh. Und an manchen Stellen ist es nicht mal mehr, es kratzt gerade mal ein bisschen so. Da denkt ihr so, könnte noch stundenlang so weitergehen ohne Probleme. Und bei anderen seid ihr echt kurz davor zu schreien. Ja, weißt du, schaut mal, jetzt wo ich die Maske so trage und die einen Teil von meinem Bart bedeckt, sehe ich aus, als wäre ich Adolf. Also wir stechen jetzt mittlerweile seit vielleicht einer halben Stunde. So 70% der Linien, würde ich mal sagen, 70% der Linien sind jetzt fertig. Sobald die Linien stehen, wird dann halt angefangen, dann die Schattierungen und alles ein bisschen rein zu klatschen. Das wird nochmal ein bisschen anders. Das wird nochmal ein bisschen anders von dem Schmerz. Ich finde normalerweise Linien sind etwas unangenehmer als das Schattieren. Das Schattieren ist einfach, weiß nicht, fühlt sich meistens einfach chilliger an, finde ich.
Da ist noch eine Lücke. Das wird dann auch gefüllt hier hinten beim nächsten Termin dann, wenn ich im Juli wieder hier bin. Ich werde jetzt sowieso versuchen, so oft wie möglich Termine hierher zu bekommen, damit ich so schnell wie möglich alles mache, was ich haben möchte. Meinen Vater zu den Wochenenden zu besuchen und Zeit mit meiner Schwester zu verbringen, war der Höhepunkt meines Lebens. Ich bin die meiste Zeit meines Lebens unehrenhaft gewesen. Ich werde nicht mehr unehrenhaft sein. So, Freunde, fertig. Was waren das jetzt? 4 Stunden? 16 Uhr habe ich jetzt angefangen. Wie viel haben wir jetzt oben? 8:30. 4,5 Stunden waren das jetzt, gute 4,5 Stunden. Davon 3,5 Stunden nur stechen, 1 Stunde vorbereiten. Ja, ich bin fertig. War gar nicht so schlimm, wie ich es gedacht habe, um ehrlich zu sein. Ich hätte es mir schlechter vorgeschlecht. Ich hätte es mir schlechter vorgestellt. Die Hand ist fertig. Kann man das anständig sehen. Ja, so, Freunde, das ist der Tattoo-Vlog gewesen. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Ich schaue jetzt, dass ich das anständig zusammenschneide, damit ihr was Gutes zu sehen habt. Und ja, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, passt alle auf euch auf. Bleibt alle gesund und ciao, ciao, Freunde.